Willkommen zurück. Fallenstella hier. Wir machen weiter. Hardcore Schwierigkeitsgrad. Normal. Assassine. Bevor ich weitermache, ich habe ja in dem letzten Link, den ich in der Videobeschreibung hinterlassen habe, auch, da gibt es ein Bild, eine PNG, eine PDF, eine Zusammenfassung, das, was ich gezeigt habe, und auch eine Excel-Datei. Und wenn man diese Excel-Datei öffnet, hat man etwas mehr Informationen. Ich zeige das mal kurz. Also wenn wir auf den Browser gehen hier, dann sehen wir hier zum Beispiel diese Excel-Datei, die kann man dann öffnen und dann gibt es dieselben Informationen wie auch auf der PDF. Hier zum Beispiel das nicht, weil das ist hier zum Beispiel eine Übersicht aller Runen und was die bringen und wie die heißen, welches Level und so weiter. Das kennen wir aber hier, diese ganzen Rezepte. Und was ich gesehen habe hier, es gibt eine Tabelle, die heißt Area Level, Experience, Efficiency, also die Effizienz der Erfahrungspunkte und in welchem Level. Und das ist sehr interessant, vor allem wenn man auch leveln möchte, bis man eben natürlich ganz zum Schluss da irgendwie ja Level 90 ist oder was auch immer. Ihr seht es auch, was wir ja auch gemacht haben, Charakterlevel steht hier, ne? Das sind die Level von uns und dann steht hier der Schwierigkeitsgrad und dann eine Nummer dahinter und die Nummer ist dann der Akt und eben wie gesagt der Schwierigkeitsgrad, also normal erster Akt. Da seht ihr, dass wir, wenn wir Level 1 sind, im Durchschnitt 67% der Erfahrungspunkte bekommen, 77 und so weiter und dann eben bis, sagen wir mal, Level 11 ziemlich gut dabei sind, aber dann fällt es drastisch ab, ne? Dann seht ihr 74 bis eben Level 17 haben wir nur noch 29% der Erfahrungspunkte, die wir dann bekommen pro getötete Monster natürlich. Ganz wichtig aber auch hier, die Monster haben ja auch unterschiedliche Level. Ne? Das haben wir letztens auch gesehen. Wir waren da in dieser einen Höhle und plötzlich haben wir gar keine Erfahrungspunkte bekommen, weil wir irgendwie Level 5 waren. Es liegt auch daran, da muss man auch hier schauen, Area Levels, also jedes Gebiet hat sein eigenes Level. Und dann seht ihr auch hier zum Beispiel Akt 1, normal, hier der, das Blutmoor, ja, wo wir waren. Da seht ihr, das sind dann Level 1 Monster. Ne? Und wir sind ja schon, was sind wir denn überhaupt? Level 5 oder 6? Wie auch immer, ich glaube Level 5. Und dann seht ihr natürlich mit Level 5, da wären wir schon im Dunkelwald. Ne? Gebietslevel, Level 5, Dunkelwald, das wäre quasi jetzt unser ebenbürtiges Level. Aber nur so als Information. Und dann seht ihr auch eine ganz wichtige Sache. Also man darf, wenn man jetzt Speedrun machen würde oder wenn man jetzt versuchen würde, ziemlich schnell da durchzuballern, ganz wichtig natürlich auch hier, dieses Level mit Level 24 oder mit Level 25 sollte man ins fünfte Kapitel. Ne? Da seht ihr ja, wenn wir 24 wären im fünften Kapitel, würden wir nur 10% der Erfahrungspunkte bekommen. Ne? Das ist natürlich heftig. Ne? Und dann seht ihr, das zieht sich hier durch. Ne? Das ist das schöne türkisblaue hier, was wir sehen. Das ist quasi der optimale Levelbereich für das Gebiet oder für den Akt und die Schwierigkeit. Und man sieht ganz am Schluss unten, ja, wenn er jetzt mal nicht so komisch scrollen würde, sieht man auch zum Schluss hier unten, wenn ihr levelt von 83 bis 94, ist sogar Hölle Kapitel Akt 4. Das Optimalste, hättet ihr vielleicht nicht gedacht, aber es ist im Durchschnitt auch das Beste oder das Optimalste. Und zum Schluss dann natürlich Akt 5, die letzten paar Level, ne? Aber da seht ihr, warum man auch so extrem langsam später levelt, ne? Da seht ihr, ab irgendwie Level 87, 88 geht es steil runter, ne? Also hier noch 67 und so weiter. Aber hier, die letzten paar Level, da bekommt man höchstens 7% Erfahrungspunkte. Deswegen dauert es auch so übelst lange, bis man Level 99 ist. Also, wieder zurück im Spiel. Wie gesagt, wir sind im Hardcore, ne? Ja, und wir machen jetzt einfach schön weiter. Ich werde jetzt 5 Punkte noch auf Geschick legen, bevor ich auf Vitalität und so weiter gehe. Also, ich will 25 haben überall. Einfach wegen den Items später. Und am Anfang kämpfen wir sowieso noch im Nahkampf und noch nicht so richtig mit diesen ganzen Skills. So, das, was wir jetzt noch machen werden, ist, wir werden nicht mehr auf Players 8 gehen, sondern auf Players 3 erstmal. Und einfach mal, damit wir ein bisschen mehr
Items bekommen am Anfang und ein bisschen leveln können. So, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nein, ich habe ein bisschen aufgeräumt und so weiter. Alles andere ist normal geblieben. Jetzt machen wir weiter. Karte an. Und, jetzt geht's einfach weiter. Da haben wir schon Level 6. So schnell geht das. Und nicht, dass wir sterben, ja. Das wollen wir ja natürlich nicht direkt am Anfang. Da kann ich ja gleich wieder aufhören. So, also müssen wir ein bisschen natürlich, bisschen vorsichtiger sein natürlich. So, was haben wir denn hier? Heiltrank. Heiltrankbeschützer, komm, nehmen wir einfach mal mit. So, wir wollen natürlich, wie gesagt, bis Level 12 mal aushalten. Das ist ganz wichtig, ja. Das ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Level für uns. So, wir gehen auf Schattendisziplin und wir werden jetzt nicht mehr auf Fallen gehen. Wir gehen jetzt erstmal auf Schattendisziplin, auf Temposchub. Und ihr seht, Temposchub wird uns Angriffsgeschwindigkeit plus 21% bringen und Bewegungsgeschwindigkeit plus 23%. Und das ist am Anfang richtig geil, ne? Das werden wir nehmen. Ich mache das auf F3 bei mir. So. Und das ist etwas, was man ständig casten muss. Dann hat man hier so einen Dunst an den Füßen und das dauert dann 2 Minuten. Na, dann müssen wir ständig nachcasten. Aber es lohnt sich. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und man ist auch ein bisschen schneller. Ne? Das ist ja auch das Tolle. So. Also nicht vergessen, wir sind jetzt auf Players 3. Wenn es brenzlig wird, werden wir dann wieder zurückgehen auf Player 2. Aber mit dem Level aktuell mache ich mir jetzt mal ein bisschen weniger Sorgen. Außerdem sind wir ja auch im Schwierigkeitsgrad normal, ne? Das ist ja normal. So. Wie gesagt, das Coole ist einfach, wenn man auf Players 8 spielt, dann bekommt man die maximale Erfahrung, die man bekommen kann. Man bekommt auch sozusagen die maximale Drop. Also man bekommt nicht mehr mehr magische Items, aber man bekommt mehr Items. Ne? Die Quantität steigt und da jedes getroppte Item dann gegen unseren Magic Feind auch nochmal gewertet wird, sage ich mal, dann kann es natürlich sein, dass wir dann viel, viel schneller bessere Items bekommen, also magische Items. Angriffswert, ja komm, warum nicht? Tragen wir jetzt am Anfang, ist jetzt aber nicht so toll. Fertigkeit, immer gut. Müssen wir hier nachcasten, dann haben wir hier sozusagen schon Level 3, ne? Noch läuft es ziemlich entspannt, ne? Muss ich sagen, ist hier der Friedhof? Nein, Feld der Steine, da wollen wir erstmal nicht. Wir wollen schon zum Friedhof. So, schön. Oh, da habe ich einen falschen Trank getrunken. Und ich liebe das an der Amazone, wollte ich sagen. Nee, an der Assassine. Ihr seht auch einfach dieser Skill, ne? Wie heißt das Ding nochmal? Temposchub, ne? Ich liebe Temposchub. Das ist echt geil. Einfach dadurch, dass wir jetzt viel schneller sind und vor allem auch so früh am... Ja, einfach so früh mit Level 6 schon so schnell unterwegs sind. Und es wird einfach besser. Wir werden bis Stufe 4 werden wir, bis Stufe 5 werden wir das upgraden und dann gehen wir wieder auf Fallen. So, aber sie ist hungrig nach Mana, ne? Das ist eine klare Sache. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, also erstmal Vitalität hier. So. So, immer ein bisschen ausweichen, so lange es geht. Ein bisschen lernen, ne? Wir müssen ja auch, wir dürfen nicht
zu locker werden mit den Monstern, auch wenn die am Anfang so super einfach sind. Einfach lernen, auszuweichen. Ich glaube, das ist eine gute Übung. Katar. Schauen wir mal. 4, 7. Könnte auch theoretisch 2 haben, ne? Könnten 2 tragen. Ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist am Anfang. Naja, schauen wir mal. Tragen wir mal, gucken, was passiert. So, hier ist der Friedhof, ne? Nee. Katar, magisch, nicht schlecht. Amulett, wunderbar. Haben wir ja keins. Nicht so toll, ne? Maximaler Schaden. Aber ja, ist ja nicht so schlecht am Anfang. Nehmen wir mal mit. Heiltrank. Wunderbar. Komm, den können wir mal trinken. Das Ding können wir mal gucken. 1 zu maximalen Schaden, ziemlich gut. Skelettbeherrschung und so weiter. Alles uninteressant für uns. So. Ah, ist so schön, wenn man einfach da reinwirft, ne? Und alle sterben. Oh, das ist herrlich. So. So. Okay, okay. Stiefel. Da haben wir schon wieder das nächste Level. So schnell geht es. Und so viele Amulette haben wir jetzt plötzlich bekommen. Müssen wir mal gleich mal schauen, was wir haben. Das ist gut. Ring auch. Nehmen wir mit. Klare Sache. Immun gegen Feuer. Das ist überhaupt nicht gut. Da müssen wir so mal ran. Perfekt. Also, müssen wir gleich schauen. Wir sind voll. Also wie gesagt, wir werden jetzt mal ein bisschen Geld machen müssen. Daher nehmen wir auch nochmal den Stab mit. Warum nicht? Die Lederrüstung, die werden wir mitnehmen, verkaufen und so weiter. Müssen wir gleich mal schauen. So, das sollte passen. Gehen wir mal wieder zurück. Neue Werte. Vitalität. Handeln. Kann weg. Ja, 6 Angriffswert. Super Alarm, das Ding 2000, das ist sehr, sehr nice zum Verkaufen, sehr gut. Das könnte ich, glaube ich, jetzt mal gut gebrauchen gegen die... Nehmen wir das mal, ne? Wurfschaden, was haben wir hier? Anzahl 25, Anzahl 16, das können wir auch verkaufen, das auch. Schauen wir mal, Ausdauer, wir haben ja nichts Besseres, Angriffswert, das kann dann weg. So, so. Neue Fertigkeit. Da gehen wir nochmal auf Temposchub. Da bekommen wir 29%. Das ist nicht schlecht. Temposchub. Nachcasten, dass wir ein bisschen schneller sind, ne? Ganz klar. Lederrüstung. Nehmen wir mit. Amulett. So. Identifikation. Nehmen wir auch mit. So, so, so. Wurfspieß, wenn wir schon dabei sind. Nehmen wir auch noch mit. Perfekt. So. So, läuft doch ziemlich gut. Level 7. Und mein Ziel ist es natürlich... Level 19 zu erreichen. Ganz wichtig. Ich will Level 19 sogar im ersten Kapitel erreichen, im ersten Akt, bevor wir dann ins zweite Kapitel gehen. Und zwar aus dem Grund, dass ich die 2 Runenwörter craften möchte. Ganz wichtig, ich will mit diesen Items dann auch wirklich ins zweite Kapitel gehen. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, machen wir das mal so.
Schauen wir mal, was wir mit diesem Gaszeug machen können. Sehr fein. Läuft doch ziemlich nice. Also. So. Das stört hier die Items, die stören. So, jetzt switchen wir mal rüber. Die hat jetzt keine mehr. Da haben wir sie gleich. Zack, da ist sie weg. Und tschüss. Wunderbar, perfekt. Also, haben wir hier irgendetwas Interessantes? Nein, nur gehärtetes Leder. So ist es. Nun bekommen wir aber auch unsere Söldnerin. Das ist schon mal sehr gut. Schauen mal, Mana-Trank wäre nicht schlecht. Haben wir keinen. Nehmen wir doch mal unseren hier. Und ab nach Hause. So, was haben wir denn jetzt für eine Söldnerin bekommen? Wir haben eine mit Kältepfeil. Das finde ich gut. Sie macht zwar nicht mehr Schaden, aber sie kann verlangsamen. Das ist schon mal etwas Nettes. Was haben wir hier? Verbesserte Verteidigung, verbesserte Verteidigung. Ganz ehrlich, nicht so geil. Das kann auch weg, das kann auch weg. Angriffswert, Lichtradius ist Max-Schaden, Lichtradius. Max-Schaden ist momentan besser. So, das können wir da reintun. Wunderbar. So sieht es gut aus. Wir schauen mal, was sie noch verkauft. Brauchen wir hier irgendwas? Nein, na, die verkauft hier eigentlich nichts, was uns interessiert. Gehen wir mal hier rüber. So, Chassis reparieren und gucken, was die Chassis hat. Lichtradius, das ist alles Quatsch, Quatsch, Quatsch. Okay. Das ist natürlich... Das hätte ich gerne, aber mit zwei Sockeln, weil 36 Stärke werden wir auf jeden Fall irgendwann mal haben. Da können wir auch das Runenwort machen, Verstohlenheit, mit so einem, ja, so einem Ringpanzer. Sieht besser aus, ne? Ich will hier nicht optimieren. Ich hab da so eine Macke, ne? Ich will irgendwie es schaffen, vernünftig auszusehen. Das könnte man kaufen für 150 am Anfang, vor allem mit Blitzschaden und Widerstand ist nicht schlecht. Na, für das Geld kaufen wir das doch mal. So, das kann dann weg. Wunderbar. Machen wir ein bisschen mehr Schaden. Das ist natürlich gut. Ansonsten, sie bekommt dann einfach, was wir dann eben so finden. Ne? Und da gehen wir mal durch. Wieder zurück. Gehärtetes Leder, das kann sie sofort haben. Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen. Bitte was? Blitzwiderstand. Damit kann ich jetzt noch nichts sie anfangen. Sie braucht Stufe 3, sie ist eine Stufe 2. Okay, bekommt sie dann von mir. Gut. Dann schauen wir weiter. Wir hauen hier ab. Wir könnten theoretisch hier so ein bisschen in die Mausoleen gehen und farmen, aber es ist momentan nicht notwendig. Ne? Das machen wir bei der Gräfin. Ja. Punkt. Das machen wir bei der Gräfin, ne? So. Mana-Trank müssen wir noch ein bisschen aufsammeln. Brauchen wir auf jeden Fall gleich etwas häufiger. So. Smaragdstiefel. Okay, okay. Gut, weitergehen. Die kalte Ebene haben wir ja schon gefunden. Da gehen wir einfach hin. Zur Grotte, da wollen wir nicht hin. Hm.
Ah, die Bogenschützen sind da. Müssen wir vielleicht mal aufpassen jetzt langsam. So. So, kurze stille Pause, um mich zu konzentrieren. So, weiter geht's. Ist mir zu bunt da unten. So, man sieht auch natürlich, dass die ein bisschen mehr aushalten als vorhin im anderen Gebiet. Liegt natürlich am Gebietslevel und so weiter und dass wir auch mit Players 3 momentan immer noch spielen. Wie gesagt, na? Solange wir können, machen wir's. Irgendwann ist aber auch Ende. So. Mana-Trank, Lederhandschuhe, alles klar. Heiltrank nehmen wir mit. Das alles brauchen wir nicht. Am Anfang ist es einfach komisch mit diesen ganzen Items, ne? Danke. Aber ich habe einen Beschützer mitgenommen, das wollte ich nicht. Der kann weg. Aber das Level ist gleich. Oh, hier müssen wir aufpassen. Da muss sie auch aufpassen. Ja, da ist sie tot. Da war sie tot. Oh mein Gott, ging das schnell bei ihr. 2 Slots, das ist sehr fein. Das werden wir nehmen. Krummsäbel, das werden wir auch nehmen. Ups. Oh. Jetzt nervt er. So. Wir brauchen Heiltrank. Heiltrank, das ist gut. Gehärtetes Leder. Heiltrank, komm, nehmen wir auch mit. Mana-Tränke brauchen wir, ne? Das ist wichtig. Jetzt habe ich 2 verbraucht, verdammt nochmal. Ich muss natürlich... muss mich gewöhnen, das ständig zu buffen. Na, das muss ich mir nochmal anschauen. Tempo, Schub, ganz wichtig. Jedes Mal oder die ganze Zeit muss es aktiv sein. So, aber mittlerweile sind wir super, super schnell unterwegs. Das ist sehr gut. Und wieder zurück. Unmöglich. Komm, liebe Stella, unmöglich. Bitte dich. So, neue Werte. Ich glaube, wir gehen lieber auf Vitalität. Und die Ellie, die kann weiterleben. Jetzt gehen wir mal zu Akara. Hallo? So, Akara, das kannst du haben. Lichtradius brauche ich auch nicht. Übrigens... Buch voll machen, dankeschön. Was haben wir hier? Sehr schnelle Geschwindigkeit, Min-Max-Schaden, das ist cool. Das ist alles super, super nett. Dann sage ich doch mal. Ah, ich kann nicht 2, ne? Das will ich mal ausprobieren. So, ich dachte, ich kann nur 2 so Assassinenwaffen tragen wahrscheinlich. Habe ich. Wusste ich gar nicht. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt vorübergehend was bringt. So. Was kann ich für euch tun? So, und wir gehen weiter. So, ich dachte... Geh durch den unterirdischen Durchgang. Okay, den müssen wir finden. Ah, vom Schaden aktuell noch sehr gut. Wir dürfen nicht einfach jede Einhandwaffe nehmen. Ne? Das ist ganz wichtig, denn die Fallen
Fallenlegegeschwindigkeit, nenne ich das mal. Die wird beeinflusst durch die Angriffsgeschwindigkeit und nicht durch die Zauberrate. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das weiß. Na? Das heißt, eine schnelle Waffe ist ganz, ganz wichtig bei der Assassine. Und da ist sogar ein Dolch die beste Wahl am Anfang. Aber nur, wenn man Fallen legt, ne? Wenn wir jetzt noch so kämpfen wie jetzt gerade, dann ist es nicht so wichtig. Nehmen wir mit den Kopf. Müssen wir mal gucken, kann man den verkaufen? Ja. Plus zu Skills gibt Geld. Das ist immer gut. Brauchen wir am Anfang. So, das finde ich geil. Dass wir so einfach mal vom Weiten auch schon mal angreifen können. Perfekt. Sehr, sehr fein. Ein Jagdbogen hier für die Ellie. Danke. Sehr fein. Hier so ein Eisenhut. Verbesserte Verteidigung. Komm, Ellie, hier nimmst du. Kannst du das haben? Guter Eisenhut. Nein, Ellie, komm. Danke. So, viel besser. Steht hier viel besser. Und wir gehen weiter. So, Schlüssel, Rubin, alles gut. Weiter geht's. So. Na, das gibt ein bisschen Sicherheit, ne? Das Fallen werfen vor allem. Sehr fein. Wir sind mittlerweile Level 9. Das brauchen wir nicht. Wir gehen hier wieder mal auf Vitalität und Temposchub. Neukasten jetzt immer noch viel schneller unterwegs. Das ist sehr nett. Wir gehen weiter. Was haben wir denn hier? Mana-Schrein, komm, nehmen wir mit. So, weiter geht's. Ah, ich sehe schon Licht am Ende des Tunnels. Ja, doch nicht. Doch nicht. So, gehen wir weiter. Also nicht vergessen, immer noch Players 3 spielen wir. So, Heiltrank brauchen wir nicht, wir brauchen Mana-Tränke. Die haben wir ja hier. Nehmen wir mal. So, und dann nehmen wir noch den Stab mit. Warum nicht Geld? Und wir gehen weiter. So, die leichte Rüstung. Die hat... Das sehe ich jetzt nicht.
Ein Slot, nicht interessant. Gehen weiter. Wurfmesser nehmen wir auch mit. Ups. Sehr gut. Ich bin schon überladen. Müsste schon mal gehen in die Stadt. So. Ja. So, das kann weg. 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 5000. Das war nicht schlecht. Das kann auch weg. Nicht identifiziert. Energie. Auf jeden Fall besser als das. Das ist schon mal gut. Und wir kaufen uns ein paar Mana-Tränke. Ganz wichtig. Gehen weiter. Die sagen können dann auch wieder zurück. Schlüssel haben wir hier genügend. Das Geld kann rein. Perfekt. Und müssen wir hier noch was machen? Nee, ne? Einfach weiter. Gute Kappe, Ring, Kappe 2, nein, Kappe nur ein Sockel, gefällt mir also nicht. Ich brauche zwei Sockel. So, gehärtetes Leder, ein Sockel, gefällt mir auch nicht. Momentan ist das Beste, was wir haben, was aktuell das, was wir gefunden haben. So, zum Dunkelwald. Das ist doch mal super. Ein super Abschluss jetzt hier. Wir gehen mal wieder in die Stadt. Machen eine kurze Pause. Sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.